Hallo, ich sitze gerade so schön entspannt hier draußen bei bestem Wetter. Ich hoffe, der Hund schlägt nicht gleich an und ruiniert hier alles. Ich wollte mal so ganz kurz in so einem klitzekleinen Video so ein bisschen mit euch teilen, wie so meine ganz eigenen Erfahrungen sind, wenn man so an Kursen teilnimmt, wenn man ein Coaching irgendwo macht. Weil ich ja auch schon viel gemacht habe. Ne? Es hat angefangen, ganz am Anfang habe ich jede kostenlose Challenge mitgenommen, die es gab, jedes kostenlose Webinar. Und das kann ich am Anfang auch wirklich sehr empfehlen. Aber diese Sachen gehen ja nie in die Tiefe. Das ist ja nur so am Anfang mal zum Ankratzen und das wäre vielleicht ein Thema und dann hat man vielleicht auch so die ersten Sachen, die man machen kann. Finde ich für den Anfang ganz gut und dann muss es aber in die Tiefe gehen. Und da habe ich natürlich auch schon verschiedene Sachen mitgemacht, also so verschiedene Kurse auch mitgemacht und auch einige schlechte Kurse mitgemacht. Also tatsächlich ja, wo ich dann irgendwann halt aufgehört habe, das weiterzumachen. Da muss man sich schon ganz genau überlegen, ist das mein Thema? Ist der Preis gerechtfertigt? Will ich das wirklich machen? Ne? Das ist schon erstmal ganz, ganz wichtig, weil die Motivation muss ja auch stimmen. Also es bringt ja dann nichts, wenn ich dann halbherzig nur diesen Kurs mitmache oder so. Aber wenn ich einen guten Kurs hatte, also wenn ich eine gute Entscheidung getroffen habe, was ich anhand folgender Dinge übrigens mittlerweile ausmache, also mein erster Kurs war ein Reinfall. A gucke ich, also ich mache nur noch Kurse von Leuten, denen ich wirklich schon sehr, sehr lange folge, wo mir die Art und Weise der Leute so schon gefällt, wo mir ihre Stimme gefällt, wo ich weiß, ich höre den dann auch in so einem Kurs einfach sehr gerne zu. Das war dann nämlich irgendwann zum Beispiel bei dem einen ein Problem. Dann mache ich nur etwas, wo ich sage, okay, ich möchte das tatsächlich wirklich. Nicht so dieses, es wäre gut, wenn ich es machen würde oder es wäre gut, wenn ich mich darum kümmern würde, sondern dieses, okay, jetzt ist das mein Thema. Jetzt möchte ich das für mich machen und ich mache nicht noch die und die und die Sache auch noch irgendwie nebenbei. Und dann war für mich ganz wichtig, Kurse zu machen, die zeitlich flexibel sind. Also wo du halt nicht hast, morgens um 7 treffen wir uns alle zu einem Call und dann erzähle ich euch was und dann habt ihr Aufgaben für den Tag und am nächsten Tag geht's weiter. Sowas funktioniert für mich als Mama einfach nicht. Es geht einfach nicht. Auch wenn man denkt, ach, einen Monat kriegt man das schon mal irgendwie hin. Nee, also bei mir eher nicht. Deswegen mache ich nur noch Kurse, wo ich flexibel bin. Das heißt, wo ich meine Sachen einfach einmal in der Woche zum Beispiel zugeschickt bekomme und dann für mich gucke, okay, wann kann ich das in meinen Alltag einfließen lassen? Also es muss schon bestätigt etwas kommen, dass ich es auch nicht liegen lasse, dass ich es auch wirklich abarbeite, aber dass ich für mich die Zeit habe und dass es nicht zu viel ist. Dass ich mich halt nicht jeden Tag eine Stunde hinsetzen muss, um da irgendwie mitzuhalten, sondern dass es halt reicht, wenn ich mich täglich 5 bis 10 Minuten daran setze. Das ist, glaube ich, was Realistisches. Das ist auch was, was wir Mamas schaffen, was ich auch wichtig finde. Was dann halt auch wiederum gut ist, wenn du so einen Kurs hast und sagst, okay, jeden Tag 5 bis 10 Minuten. Das kann man sich machen, diese Zeit kann man sich freiräumen, auf jeden Fall. Und es ist auch wichtig und es ist ein guter Anfang zu sagen, okay, jeden Tag 10 Minuten nur für mich. Und weil ich so einen Kurs habe, mache ich es auch wirklich, weil ich da dranbleiben möchte. Und danach hat man dann auch diesen Ansporn, glaube ich, das für sich weiterzumachen und sich einfach jeden Tag diese 10 Minuten da dann auf irgendeine Art und Weise Zeit für sich zu nehmen. Aber ansonsten kann ich sagen, dass mich nach diesen kostenlosen Challenges Kurse auch sehr weit gebracht haben, weil ich es halt auch gut fand, dass ich so mein eigenes Ding gemacht habe, aber ich wollte auch immer einen Ansprechpartner haben. Also ich wollte auch immer, und das habe ich dann auch immer in Anspruch genommen, mal so meine Ergebnisse teilen oder mal was hinterfragen oder so, wenn ich mir bei was unsicher war oder wenn ich was gemerkt habe und nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte, ne? Dass ich dann direkt einen Ansprechpartner habe. Das war mir auch sehr wichtig, dass das dann halt auch in diesem Preis inbegriffen war und dann nicht irgendwie, das musst du dann extra bezahlen und das kostet dann richtig viel Asche, ne? Also darauf habe ich dann auch immer geachtet. Was natürlich der größte Game Changer immer war, waren persönliche Coaches. Egal in welchem Bereich ich das gemacht habe, ob jetzt Business oder ganz persönliche Entwicklung, auch so ein bisschen Heilarbeit, Energiearbeit habe ich auch schon in persönlichen Coachings mitgemacht. Das war für mich immer das, was mich tatsächlich am weitesten gebracht hat. Was natürlich auch jetzt mal so gestaffelt das teuerste war,
Aber was mich auch am weitesten gebracht hat, weil man wirklich dieses 1:1 hat und in einer Stunde ganz, ganz viel schaffen kann, ganz, ganz viel lösen kann. Und deswegen so dieses Gestaffelte. Am Anfang habe ich auch jede kostenlose Challenge mitgenommen, die so thematisch für mich passte. Dann habe ich angefangen, tatsächlich Geld in die Hand zu nehmen und Kurse mitzumachen. Was mir auch immer sehr geholfen hat, auch wenn man halt dann über seine Ergebnisse auch wirklich mit jemandem sprechen konnte. Und dann der nächste Schritt natürlich nochmal mehr Geld in sich zu investieren und in Coachings zu investieren, weil man da einfach wirklich Quantensprünge machen kann, wenn man da einen guten Coach für sich gefunden hat. Und das ist auch etwas, da muss es für mich einfach mit den Leuten passen. Die müssen mir sympathisch sein, die muss ich vertrauen, die müssen eine tolle Stimme haben, die muss ich auch schon eine Weile kennen. Also es ist nicht irgendwie so, da ploppt mal eine Instagram, YouTube oder Facebook-Werbung auf und dann sage ich, oh ja, das ist der, auf den ich gewartet habe. Nein, das sind Leute, denen ich schon sehr, sehr lange folge. Meistens eigentlich gar nicht so, weil ich mal gucken wollte, wie die so sind, ob ich eventuell ein Coaching mache, sondern ich habe denen erst aus ganz anderen Gründen gefolgt, wusste, dass die coachen und irgendwie sind wir dann halt doch zusammengekommen und das hat dann immer sehr, sehr viel bei mir verändert. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich gerade noch mehr erzählen wollte. Ich dachte, ich erzähle das mal so ein bisschen, wie das einfach bei mir war. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, ich mache eigentlich gar keine Challenges bei irgendjemandem mehr mit. Was schade ist, manchmal würde ich tatsächlich gerne. Und dann nehme ich mir aber doch die Zeit nicht, weil dann auch manchmal die Motivation mittlerweile bei mir fehlt, das dann tatsächlich auch durchzuziehen. Ich habe eigentlich immer irgendwas gerade an der Hand, was ich mache, was ich für mich durcharbeite, wo ich gerade dran bin. Also es gibt nie irgendwie einen Stillstand. Coachings mache ich jetzt, also mittlerweile, ich habe angefangen 2017, im Sommer 2017 habe ich angefangen mit persönlichen Coachings, die ich für mich in Anspruch nehme und mache das seitdem regelmäßig. Also wir reden hier von regelmäßig 1 bis 2 Mal im Monat. Und hatte da auch nie längere Pausen einfach da drin. Und ihr merkt es selber, ne? Ihr sagt mir das auch immer selber. Gerade die Leute, die mir wirklich schon seit vielen Jahren folgen, können eigentlich diese Veränderung extrem stark bemerken. Und das hat wirklich natürlich auch mit mir selbst zu tun, mit der Veränderung meiner persönlichen Lebensumstände und auch was ich gedanklich und auch hier in meinem Herzen bei mir getan hat, natürlich sehr viel. Aber da kam auch ganz, ganz viel Input und Hilfe von außen, ohne die ich jetzt nicht da jetzt hier wäre und mich so fühlen würde und so denken würde und mein Leben so leben würde. Und ich bin für alles dankbar. Manchmal waren es tatsächlich auch nur eine einzelne Coaching-Einheit oder 2 oder 3. Und die haben in dem Bereich aber schon so, so viel verändert. Es müssen nicht immer ganz, ganz viele sein und auch nicht in Kontakt über Jahre zwingend sein. Aber man kommt zwangsläufig irgendwann an einen Punkt, wo es alleine nicht weitergeht, wo man jemanden braucht, wo man auch mal einen Kurs braucht, damit man in die Tiefe geht, dass man es auch wirklich macht. Ne? So eine Challenge, da mache ich mal 5 Tage mit und das hält dann vielleicht, wenn ich Glück habe, noch 1-2 Wochen an und dann flacht das wieder so ab, weil die Motivation fehlt. Wenn ich aber Geld in die Hand genommen habe und so einen Kurs mitmache, der so 4-6 Wochen geht, dann veränderst du wirklich was, weil du dann schon eine Routine für dich geschaffen hast, weil dann dieser Effekt, dieses du spürst, wie gut es dir tut und deswegen machst du weiter, einfach dann viel, viel größer ist und viel, viel wertvoller ist und dich viel weiterbringt. Das wollte ich heute gerne so ganz entspannt hier im Freien, bei absoluter Stille, danke lieber Hund, gerne mit euch teilen. Ich hoffe, dieses kurze, knackige Video hat euch gefallen und ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare, mal zu hören, wie das so bei euch so war, ob ihr schon Online-Kurse mitgemacht habt, vielleicht auch, kann ja auch sein, Kurs an der Volkshochschule oder irgendwo anders, oder auch schon mal ein Coaching irgendwo hattet und was so eure Erfahrungen sind. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Da freue ich mich schon drauf, von euch zu lesen. Ja. Und wir hören uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.